Hallo und herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Heute wieder Filiale Schweiz. Hier ist der Gregor. Salut, Samuel. Heute endlich mit dem Moltking Wrangler Jeep. Ja, hatte ich ja mal versprochen. Aus der Models-Reihe geklaut, der Mock von Schipos Garage. Ganz frech, aber ein Wahnsinnstechnikmonster. Das wollte ich mal bauen. Die Artikelnummer ist die 13124. Ab 8 Jahren geeignet, auf keinen Fall. Also 12, 14, 16. Also ist krass zu stecken, da muss man Lust drauf haben. 2096 Teile plus. Und das ist hier die statische Version. Ihr könnt das ganze Ding noch motorisieren, ist extra bestellbar. Mache ich noch in dem zweiten Take. Und was haben wir denn noch? Hier ist noch ein Hinweis auf Carbonachsen, die enthalten sind, um das Ganze noch ein bisschen stabiler zu machen. Und die Rückseite verrät uns einiges an Technikfunktionen. Wahnsinn. Gangschaltung, Differential, Allrad. Hier ist einiges dabei. Mal schauen, ob es auch so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ein schöner großer Karton. Inhalt, ja, ist noch die alte Moltking-Reihe. Das heißt, da ist noch Luft verpackt. Und sonst gibt es da nichts mehr zu sagen dazu. Gesponsert hat es mir hier Brick & Bricks. Markus, vielen Dank dafür. Und es kostet bei ihm 159 Franken und es ist es aber allemal wert. Also hundertprozentig. Ja, ihr könnt es jetzt verfolgen. Jetzt kommt die Slideshow mit den Bildern vom Aufbau und vom fertigen Auto. Und dann komme ich zurück zum Review. Bis gleich.
Anfang war die Anleitung hier von unserem Mold King Monster bzw. Sheepus Garage. Machen wir auf. 6 Bauabschnitte haben wir hier. Wunderbar. Hier kommt uns der Aufkleberbogen entgegen. Das waren nur 4 Stück. Einmal hier die Motorhaube mit dem Adventure und dann haben wir hier die Armatur und wir haben noch ein Wrangler-Schild. Und ja, das kennt ihr. Das ist für die Power Functions, die Motorenkennzeichnung. Dann geht es hier gleich los und ja, es ist ein Technikmonster sondergleichen. Ich sag's nochmal, Wahnsinn. Achtet drauf, dass ihr beim Achsenschieben, beim Zahnradgestecke immer ein bisschen Spiel lasst und testet es nachher, ob das auch wirklich durchläuft, damit es nachher wirklich funktionabel ist. Es wird euch wahrscheinlich trotzdem nicht ganz genau funktionieren, wie es bei mir auch nicht genau funktioniert hat, weil es einfach zu vollgepackt ist und ihr, wenn ihr das Zeug zusammenschiebt, dann manchmal doch noch ein bisschen die Achsen oder die Zahnräder verdichtet und dann ist es einfach schwierig. Das ist dann einfach alles sehr schwergängig. Ja gut, nichtsdestotrotz hat es echt Spaß gemacht aufzubauen. Hier die Federung. Ich habe hier nur eine Fahne. Und zwar finde ich noch interessant, hier haben sie eine Gear Correction Diagram reingemacht, dass man einfach sieht, dass man hier bei der Gangschaltung alles hier auf eine Linie setzt, dass man das nachher gut verbinden kann und die Schaltung auch funktioniert. Die funktioniert bei mir auch und hier habe ich noch was als Beispiel wirklich zu empfehlen. Ich bin hier an die Kamera gestoßen. Hier ist die Achse und hier ist so eine, so ein Stopper. Und hier wird auch wirklich angezeigt im Vergleich, im Schema, wo der Stopper zu sitzen hat und versucht es auch so einzuhalten. Dafür habt ihr den Vergleich, weil, man baut irgendwas und weiß nachher echt nicht, was nachher hier irgendwie funktionabel sein soll und wie das zusammengehört. Deswegen ist es der einzige Anhaltspunkt, den man hat und dann sollte man ihn auch verwenden. Gut, sonst war es das ziemlich. Wie gesagt, baut sich einwandfrei, ihr müsst einfach genau gucken. Am Schluss sind wir hier bei genau 660 Bauschritten und haben wir eine Seitenzahl, ja hier die 174 und dann ist unser Offroad-Möbel hier zusammengesteckt. Am Schluss noch die wirklich fantastischen Reifen, die gefallen mir also mit am besten von dem ganzen Modell und Teileliste gibt es hier nicht und dann war es das von unserem Wrangler-Aufbau-Heftchen. Hier steht er nun, unser wunderschöner Jeep Wrangler. Ist es nicht Wahnsinn? Also Freunde und Freundinnen der Klemmbausteinkunst, das ist das schönste Automodell, das ich je gebaut habe. Ich bin natürlich auch hier für Offroad. Ich finde es ganz gut hier auf dem Land. Da gefällt mir das doch sehr gut. Und das ist hier ein absoluter Klassiker. Da fehlt hinten nur noch der Benzintank. Also wirklich, es ist doch ein super schönes Modell. Da kann man sich doch überhaupt nicht beschweren. Das Einzige, was es hier natürlich wieder gibt, unverständlicherweise, weil es gibt zum Teil auch Achsen in anderer Farbe, sieht man hier, sogar in Wagenfarbe, die blauen Pins. Es ist ärgerlich, ich muss es diesmal echt auch zugeben. Das ist hier nicht nötig, es ist ein Klemmbausteinauto, völlig klar, es ist ja nicht wieder so ein Halbmodell, wie Kobi das tut. Man sieht die Noppen, man sieht die Löcher. Aber das nervt echt ein bisschen, muss ich sagen. Das Rot und das Blau, ja. Kann man nachbestellen, ihr wisst es, kein Problem. Und dann kann man das auch anpassen. Ich habe es einfach so gebaut, wie es in der Anleitung steht, mit den Teilen, die da waren. Gut, beim Aufbau. Es ist wirklich eine Sensation. Es macht einen riesen Spaß. Es dauert eine Zeit, aber einfach, wenn man gern Technik hat, ich weiß nicht, was es anderes gibt. Es ist einfach zu viel. Es ist Overload. Aber jemand, der begeistert ist an sowas, der hat da auf jeden Fall Spaß und der wird es auch hinkriegen, dass es einwandfrei funktioniert, nehme ich mal an. Wie gesagt, oder hatte ich das überhaupt schon gesagt, es sind hier Carbonstangen dabei, ne? Aber es steht nichts in der Anleitung, wann die zu verwenden wären und ich kann euch sagen, wir haben hier einiges an Stangen. Wenn es 50, 60 sein sollen, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch mehr. Und das ist schade, weil dadurch ist wahrscheinlich hier die Verbindung zum Teil zu weich oder ja, die Stangen werden zu sehr gespannt und dann funktioniert es nicht einwandfrei. Wir können aber die Sachen auch unterhalb bedienen, wir können das schieben, da ist die Technik wirklich offengelegt. Das ist natürlich dann toll, dass man da auch sieht, was für welches Zahnrad hier, welche Regel und welche Schiebung und so weiter und so fort. Gut, Fehlteile hatte ich 3 Stück, oberkrass. Und zwar das erste gleich bei Bauschritt 4, dann bei Bauschritt 24 und nachher noch bei 42. Ich habe das alles bei Brick & Bricks angefordert, das war ruckzuck da, das waren Technikteile, die hatte auf Lager.
Wunderbar, kommt hier ein Briefumschlag mit kleinen Tütchen und da ist es drin. Sensationell. Die Gear Correction, das hatte ich euch, glaube ich, in der Anleitung gezeigt, dass er da bei der Gangschaltung, wenn er es einbaut, darauf achtet, dass ihr da alles in einer Linie seid, dass er quasi im Leerlauf steckt. Und sonst die drei Fehlteile, viele Teile übrig, das hatte ich, glaube ich, auch schon, weiß nicht, hatte ich es erwähnt. Es ist so, dass das wahrscheinlich dann auch noch übrig ist für die Power Functions. Ich weiß es nicht, vielleicht benötigt man es dort. Der ist nicht dabei, ne? Der Mode King Hammer. Den brauche ich einfach hier zum Techniksachen aufbauen, weil sonst, ja, auch ich habe Fingerbärli, wie man es in der Schweiz sagt. Teile, super geil. Gobrix, alles okay. Achsen natürlich, ja, was heißt natürlich? Sie sind ein bisschen schwergängig. Das ist so, manchmal freut man sich, damit nicht gleich alles durchrutscht. Manchmal ärgert man sich, weil dann vielleicht die Funktionen ein bisschen gehemmt sind, sag ich mal. Komplett überladen, dafür alles etwas schwergängig. Klemmkraft ist super, die Farbe gefällt mir top. Dieses Military Green ist wunderbar. Wir haben hier zum Teil eben auch Teile in dieser Wagenfarbe. Deswegen ärgert es doppelt, dass die Pins hier blau und rot sind. Und Funktionen, ich weiß nicht, fangen wir mal an. Also erst noch hier die Reifen, habt ihr das überhaupt gesehen, schon wenn ich diese im Licht halte? Also wie geil ist das denn bitte? Was sind das denn für schöne Felgen? Das ist doch super. Und auch die Reifendicke, das gefällt mir so gut. Endlich mal ein Auto mit Reifen, die zum Modell passen. Also fangen wir mal mit den einfachen Geschichten an. Motorhaube aufmachen. Da ist der Sechszylinder, der sich aber nicht bewegt. Er bewegt sich wohl nur, wenn ich die Power Functions anschließe. Ich habe hier ein offenes Zahnrad liegen, das die Wellen betreiben sollte. Ich habe es richtig zusammengesteckt, hoffe ich doch mal. Und ich habe auch in den anderen Videos jetzt, die es schon gibt, nicht gesehen, dass sich der Motor dreht, wenn die Power Functions jetzt nicht eingebaut sind. Wird wohl so sein, hatte ich bei anderen Modellen auch schon so. Schöne Motorhaube, hier die Sticker Adventure, löst sich hier ein bisschen, habt ihr in Fotos gesehen. Hält nicht ganz, vielleicht müssten wir weiter unten anfangen oder weiter oben ansetzen. Kann ich aber, ja doch, kann ich wahrscheinlich. Hätte ich machen müssen, dann wäre hier die Rundung von diesem Formteil nicht, nicht störend. Selber schuld. Gut, hier ein, zwei Aufkleber. Der dritte hier Wrangler von vorne und hier noch die Armatur ist aufgeklebt, damit wir auch wissen, wie schnell oder langsam wir fahren. Funktionen, wir waren bei den Funktionen. Türen können wir natürlich aufmachen. Sensation. Was? Ja gut, kann man überall. Scheiben haben wir wiederum keine, aber das sieht hier bei so einem Offroad-Modell gar nicht so schlecht aus, weil die wirklich alles schön eingefasst sind. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und wir können hier natürlich noch hier die Ladeluke aufmachen hier. Die ist überdacht und da ist auch sogar ein bisschen Platz drin. Da passt der Mold King Hammer rein. Dann können wir wieder zumachen, gar kein Problem. Hole ich wieder raus, sonst suche ich ihn nachher, weiß nicht, wo er ist. Gut, dann gefällt mir auch sehr gut das Reserverad. Ne? Ah, es ist einfach perfekt. Schön die Lichter auch. Es, ja, mir gefällt's. Und jetzt auch eine tolle Sache. Das ist ähnlich wie bei dem Charger hier von Mold King mit Motorfunktion. Wir können hier einfach jetzt die Karosserie abheben von der Chassis und können uns dann die Technik anschauen. Hier haben wir einfach vier Dreierpins, ne, mit Achsaufnahme. Die lösen wir hier unten jeweils. Und dann machen wir einfach so und heben das ganze Möbel ab, ist einwandfrei. Machen das mal hier auf die Seite und dann haben wir hier schön das Technikgefährt, quasi so einen kleinen Strandbuggy. So, jetzt steht es nackt da, ne? Nur noch die Chassis mit dem ganzen Technikgedöns. Und was haben wir denn als erstes? Die Lenkung. Einwandfrei, bisschen schwergängig, so ist es. Dann haben wir hier Räder einzeln gefedert. Jedes Rad hat eine einzelne Aufhängung, also sensationell. Ist auch schön weich, wie sich's gehört für einen Jeep. Dann, die Gear-Geschichten. Hier haben wir einen Ganghebel. Können wir hier schön durchschalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, rückwärts. Also simulated. Ne? Dann haben wir hier den roten Hebel. Also ich habe das einfach mal markiert, damit es für mich besser ist, das zu erklären, damit ich weiß, was was ist. Der rote Hebel federt nach. Das heißt, die Technik wird hier überbunden mit so einem Lenkarm. Und dann haben wir hier die Funktion. Und eben, ihr seht, das ist ein bisschen fedrig. Vielleicht hätte man hier die Carbonachse irgendwo einbauen sollen. Er nimmt es nicht mit. Aber da das Auto so technikversiert ist, können wir hier runtergehen, dann sehen wir die Funktion. Das wäre hier diese braune Struktur.
und da haben wir eine Differentialsperre. Das heißt, es blockiert uns hier das Vorderrad oder es blockiert uns hier das Hinterrad oder es blockiert uns hier das Vorderrad. Das ist ja mal super, wenn er irgendwo am Hang steht, quasi eine Art Handbremse. Dann haben wir den mittleren Hebel, der ist auch am Federn, das heißt auch hier ist die Funktion nicht von oben bedienbar. Ich kann aber hier wieder nach unten fassen und dann sehe ich hier, ich hoffe es ist scharf, Freunde, diesen roten Hebel und das ist der Allrad. Wenn ich hier rüber gehe, dreht er nur hinten. Und wenn ich ganz nach rechts schiebe, seht ihr das? Wenn ich mal vorne drehe, ist besser, dreht er beide. Also der funktioniert einwandfrei. Und dann haben wir hier noch den grauen Hebel. Da heißt es auf der Schachtel, das wäre eine High and Low Speed Switch. Der geht zwar, der verändert auch was, aber mir ist nicht ganz klar, was. Hier. Also wenn ich jetzt hier drehe, hat es eigentlich keine besondere Verwandtnis. Aber gut. Jemand, der Spaß an Technik hat, hat auch Spaß an diesem Auto, sage ich mal. Jemand, der noch nie Technik gebaut hat, sollte sich dieses Auto nicht kaufen oder er steckt es zusammen und stellt sich's hin, was es wahrscheinlich die meisten machen, weil es einfach nur saugut aussieht. Und was man hier eben wirklich im Gegensatz zu anderen Technikgeschichten, auch wenn es überladen ist und der Kreateur sich da einiges überlegt hat dabei, dass man das auch sieht und dass man eigentlich drankommt. Und man könnte vielleicht auch mit einigen Arbeitsschritten das dann auch lösen und nochmal nachsetzen, wenn man denn Lust hat. Ich werde ihn wahrscheinlich sowieso dekonstruieren, weil ich ja noch die Motorversion bauen will. Und da kommt, glaube ich, einiges raus von diesen Funktionen, die dann nachher nicht mehr da sind. Ja, jetzt habt ihr das mal gesehen. Also Technik überladen, wie ich sag, und ein Modell, das einfach nur klasse aussieht. Da gibt es also gar nichts. Ich mache jetzt hier nochmal die Haube drauf. Das geht ja auch ganz einfach. Jups, hoppla, einmal durchs Bild. So. Hier hinten ein bisschen aufklappen, dann rutscht es auch schön runter. Hier ein bisschen nachziehen. So, dann ist es wieder schön drauf. Und ist einfach ein klasse Modell. Mir gefällt es sensationell, das sagte ich schon. Hier von vorne, also wirklich top. Wirklich top. Nochmal, wer Spaß an Technik hat, kauft euch dieses Ding. Es wiegt uns ungefähr 1,3 Kilo. Ich messe es jetzt mal noch. Ich weiß gar nicht, ob man die Maße auch, da haben die Maße auf der Box, da heißt es 39 cm bis zum Reserverad. Da kommen wir auch gut hin. Dann heißt es hier in der Breite 19,5. Das stimmt auch. Und die Höhe sind wir bei 20,5. Das ist auch korrekt. Bis zu den schönen Spotlights hier oben. Ein sensationelles Auto. Jetzt ist gerade ein bisschen die Sonne aufgegangen und jetzt wird gerade das Bild heller. Das ist ja echt lustig. So. April, April, er macht, was er will. Ja gut, das war's vom schönen Wrangler-Modell. Das war's von mir und von diesem Technikmonster von Schipos Garage. Also es ist wirklich wahnsinnig. Mir gefällt er sowas von genial und gut. Den werde ich, glaube ich, nicht mal verkaufen. Den stelle ich mir ins Regal. Bin ich schließlich ja schon mal selber so ein Ding gefahren. Es ist einfach klasse. Funktionen, ja, ich sprach darüber. Ich werde noch einen Take machen und werde ihn umbauen. Hier ist das Kit für die Power Functions. Da bin ich mal gespannt, weil es sind ziemlich viele Teile enthalten und wie das dann funktioniert, was ich da nun rückbauen muss oder auch nicht, mal gucken. Auf jeden Fall gibt es darüber ein Video, weil da habe ich, glaube ich, noch gar nichts gesehen. Die meisten raten davon ab, ihn zu motorisieren, aber das schauen wir uns doch besser mal an. Oder? Jo. Gut. Teile, eben hier die schönen Carbonachsen, die nun nicht da sind, wo sie sein sollten. Das war's. Als nächstes kommt von mir irgendwas aus der Testreihe. Entweder der Drohne oder, was habe ich denn da hinten noch stehen? Die, Zeche Zollverein oder sonst irgendwas, lasst euch überraschen. Frank hat ja, ihr habt es ja im Kanal gesehen, dieses Riesenteil an Flugzeugträger unterwegs. Man glaubt es kaum, 1,50 Meter oder was. Mal gucken, ob er das noch durch die Tür kriegt. Und sonst, ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für ein Abo oder ein Like. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von so überladenen Technikgeschichten haltet. Ob es nun funktioniert oder nicht, wenn man ganz fein baut, wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Ihr müsst einfach da drauf achten. Ist anspruchsvoll, sag ich mal. Gut, ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bleibt gesund und stabil. Gregor aus der Schweiz ist raus. Ciao zusammen.